Hallo, da sind wir wieder, Pepper und Gitte. Unsere kleine Heldin Gitte Ryder ist hier noch auf der Nexus, hat gerade mit Direktor Tan gesprochen. Wir werden jetzt mal sehen, mit wem wir noch weitersprechen müssen. Ja. Wer uns noch... Dann gehen wir mal Auskunft ins Also es waren, glaube ich, drei Leute noch auf unserer Liste. Ja. Mit seinem sollten wir auf jeden Fall sprechen, dann müssen wir zur Hyperion zurück. Ja. Oder Hyperion oder wie auch immer. Hyperion. Was war hier? Aha, die verschollenen Eichen. Nexus kennenlernen, das machen wir jetzt erstmal. Cash? Mit Cash würden wir gerne reden, das ist diese Droganerin. Ach, jetzt haben wir natürlich wieder eine Menge Ziele. Edison. Edison. Na, das ist am nächsten dran. Kannst du aber erstmal zu ihr gehen. Also, ist ja egal, wir müssen ja mit dir sprechen. Nee, ich kann hier gar kein Ziel aussetzen. Ziel aber geht. Na gut, dann gehen wir einfach. Nee, aber das nächste Ziel. Wenn die Kopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle unkritischen Reparaturanfragen zurückgestellt. Hä? Was ist denn da los? Was war das? Weiß ich nicht. Klang nach Unfall. Da hat doch irgendwas gerade... Klang nach Unfall. Es hat was runtergefallen oder so. Ach, wir können mit dem Techniker sprechen. Er hat Schwierigkeiten. Das war's. Später mit dem Techniker. Welcher Techniker? Das steht doch denn? Da. Da oben war der, glaube ich. Ja? Ach, egal. Ist das der? Da ist er. Ja, da ist er. Das ist ein Ausrufezeichen. Also. Der war doch hey, hier. Alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Hä? Wieso paranoid? Wieso? Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Was? Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Na, sowieso. Klar. Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Gut, machen wir. Was haben wir noch mehr von Aber jetzt... Besuchen wir erstmal alle, die wir besuchen müssen, und dann kümmern wir uns darum. Da hinten ist Cash, oder? Nee, ist nicht Cash, das ist so ein anderer. Turiana ist das. Da oben. Da oben ist wahrscheinlich die Edison. Oder? Ja. Muss wohl. Ja. Na klar, ja, ist sie. Haben wir denn eine Wahl? Wer zum Teufel soll ich das wissen? Spender, Sie haben einen Job. Falls Sie ihn behalten wollen, tun Sie ihn. Verdammt! Ist sie etwas überfordert, oder was? Ja. Also gut. Was ist passiert? Scheint so. Mit was? Es heißt womit. Und ich meine Ihren verdammten Vater. Ist eine schlimme Frage. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern genau. muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Ja, eigentlich hat sie ja gar nichts zu tun. Tja. Ist recht unsympathisch irgendwie, leider. Ja. Ach, naja. In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Na, dich hätten wir sicher nicht mitgenommen. Zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte.
Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Ich glaube, die hätten wir besser zu Hause lassen. Sicherlich, ja. Auf jeden Fall ist diese Position für Sie ein bisschen zu viel. Muss jemand da, den Sie fragen kann und so. Ja. Hat nicht sehr viel Selbstbewusstsein. Und sie ist Chefin der Kolonialisierung und es gibt keine Kolonialisierung. Ja, kannst du sagen, Posten als Kolonialdirektorin. Ja. Okay, das interessiert mich jetzt. Ja. Was hatten die für Beziehung? Naja. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonie. Tja. Dann fragen wir Sie mal nach Ihrem Posten, der keiner ist. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tän mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Plan für Feindbegegnung. Ja, ganz interessant. Ja, ja, komm. Ja, können wir ja erstmal. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet. Nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an. Sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid. 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Reden Sie mit Kandros, falls Sie es noch nicht getan haben. Leider ist er zum Leiter unseres Militärs geworden. Und sobald ihm das klar wird, sitzen wir richtig in der Scheiße. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Tja. Da kann ich sie schon verstehen. Ja. Das war ausnahmsweise mal ein vernünftiger Satz von ihr. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation. Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Es reicht nicht, einfach nur irgendwo einen Außenposten hinzuklatschen. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen. Und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel. Nicht unter der Leitung von Tän. Und auch nicht unter meiner. Okay. Ja, haben wir noch einen Blick in fremde Tech? Es gibt dann noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich. Die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Logs der Hyperion über Alec Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Na gut, dann gehen wir mal. Na gut. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Alec hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Schön. Tja, vor 600 Jahren war die Geisel vielleicht noch gar nicht da. Nein, haben Sie doch gesagt, die war noch nicht da. Und ist wahrscheinlich auch nicht so entstanden, sondern also gemacht von irgendeiner alienischen Spezies. Was auch immer, ja. Von irgendwelchen Aliens jedenfalls. Möglicherweise ein Catch, keine Ahnung.
So, hier spricht keiner mit uns. Gehen wir mal weiter runter. 26 Meter in die Richtung geht's aber nicht. Was zum Scannen hier? Ja, kann schon sein. Du hast ja die Aufgabe erhalten, das zu scannen. Vielleicht ist es hier schon, kannst du hier schon anfangen. Weiß ich nicht. Da ist dann auf jeden Fall, haben wir hier einen Stern mit Meterangabe. Aber. Nö. Glaub ich nicht. Ich sehe nichts. Okay, gehen wir mal hier lang. Ja, vielleicht. Ach, kann du was. Genau. Ja. Können wir erstmal mit den Leuten reden? Ach. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Die Catch könnten wir ja mal fragen. Ja, doch. Ist ganz interessant. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Sie reden, als würden sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Cat uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Tja, wenn kein anderer mehr da ist. Naja, und vielleicht sind es oft auch die Leute, die was drauf haben. Ja, klar. Oder geht es halt um ganz andere Gründe, Beziehungen und so weiter. In dem Augenblick ist es der Not gehorchend. Tja. So. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Toll. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garstens Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Oh, und jetzt bist du genau da gelandet, wo du weg wolltest. Ja, schon. Das wollte er wahrscheinlich nicht, ja. Aber mehr passiert ja im Augenblick auch nicht, ne? Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen. Egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn Sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Eigentlich könnte ich Sie autorisieren, Sie selbst einzusetzen. Das würde die Reaktionszeit verkürzen. Danke. Sie finden unsere aktuellen Operationen auf dem Terminal.
Sehen Sie selbst, ob etwas dabei ist, das einen Motivationsschub vertragen könnte, der wirklich zählt. Oh, sehr nett. Werden wir uns gleich mal angucken. Ja. Jetzt sind wir erstmal hier durch. Ist auf jeden Fall hilfreich. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Hätte man eigentlich auch von Edison erwartet, dass sie ein bisschen mehr Hilfe gibt auch. Ne? Wenn man schon weiß, dass der andere da rumackern muss, hätte sie ja auch hilfsbereiter sein können. Das ist schließlich auch ihr Interesse. Aber nein. Nee. Vielleicht mögen wir sie deswegen nicht so richtig gut leiden. Einsatzteam-Missionen? Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Milizeinsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Aha. Haben wir die nicht schon? Ich dachte, die hätte er uns gerade gegeben. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Ah, worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da Sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich Sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Wofür? Für welche Situationen sind Sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Cat ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Genau, das war's. Jetzt haben wir's. Mhm. Na gut. Mit der beunruhigten Turianerin reden kommt steht man noch mal. Ja, ja, wir kriegen ständig neue Aufträge. Ja. Ich glaube, wir haben gut zu tun. Ja. Also hier Einsatzteams. Victor wartet auf Nachbesprechung. Aha. Victor ist... Ist das Stufe 14? Aha. Und den können wir einsetzen. Ach so, das hat er gemacht. Fluchtweg sichern. Okay. Fehlgeschlagen. Oh. Nicht gut. Erkundung. Kann man da irgendwie... Aha. Nachteinsätze. Der war erfolgreich. Hm. So, da gibt es neue Aufträge. Alle drei sind Bronze. Aha. Technisches Personal beschützen. Technikerteam ist unterwegs. Aha, Feinde ausschalten, bevor das Team eintrifft. Dann gucken wir mal. Papa. Papa. Okay. Aha. 94% Erfolgschance. Klingt gut. Ja. Auch. 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 Nee, 9 ist ja ein bisschen ist weniger, klein. Weniger, aber 92 reicht uns. Mal sehen, wie es bei den anderen aussieht. Naja. Braucht eine Stunde 90. Okay. So, Waffenberichte untersuchen. Feindliche Truppen transportieren Waffen. Basis angreifen und rausfinden. Na, vielleicht sollte man erst rausfinden, was sie wohin bringen und dann die Basis angreifen. Na okay. Ja. Das nehmen wir nicht jetzt so genau. So, wir wollen ein Einsatzteam schicken. So, 94. Alle. Man kann sich die Merkmale anzeigen lassen. Geiselrettungsspezialist, blutrünstig. Hm. Aha, 10% Effektivität mit überall Gegner. Ja, das könnte passen, ne? Mhm. Und Ausrüstung beschützen.
Jo. Was ist mit dir? Robust. Aha. Schlechte Wetterbedingungen. Plus 5 auf Effektivität, Rechtschaffen. Und ein Taktiker. Könnte passen, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, ich rufe dann nur an und du hast ja auch keine Ahnung. Wir machen einfach. Gut, wir haben es auf jeden Fall. Okay, mehr stehen nicht zur Verfügung. Wir haben sie alle weggeschickt. Gut. Der Entladungsvorgang für die Imperion wurde unterbrochen. Okay. Erst warten Sie auf weitere Antworten. Entladungsvorgang wurde unterbrochen. Warum das? Hier liegt ein Datenpad, das müssen wir uns angucken. Aha. Tja. Kann draus. Okay. Das mal ist wieder falsch. Ein bisschen scannen. Einfach nur falsch. Was ist alles falsch? Da hinten gibt's was das zum Angucken. Das ist sie doch hier mit dem Ausrufezeichen. Das die Turianerin. Einfach nur falsch. Mit der muss ich sprechen. Ja, mach ich doch. Hallo, es ist ein falsch. Es ist einfach nicht fair. Was? Was ist los? Gemeine Güte, Sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was für ein Verbrechen? Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie... Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Na ja, klar, machen wir das. Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Das machen wir. Aber immer schön eins nach dem anderen, ne? Genau, es muss halt noch ein bisschen warten. Irgendwo habe ich hier was gesehen. Wir weisen darauf hin, dass die Anlaufprozeduren der Imperion jetzt abgeschlossen sind. Ah, Explosionsstelle. Okay. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. Die Sicherheitskräfte. Mir ist hier erstmal nicht. Okay, Liam ist da. Noch keine Kneipe gefunden, Liam? Ah, eine Bar meine ich natürlich. Auch wir können keine Scanpunkte. Kommt vielleicht noch später. Tja. Hallo, Liam. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Wie schaust's? Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Das ist echt Mist. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Tja, und sie fehlen hier. Tja, aber abschreiben sollten wir sie ja trotzdem auf jeden Fall nicht. Sie waren frustriert. Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter Ihnen, aber es ist viel verlangt. Na, das kriegen wir schon wieder hin. Genau.
Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit und willens, Pathfinder. Gut so. Gut. Das wollten wir hören. Genau. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Ich sehe gar nicht. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern, wie Quarrows Steinfisch? Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anpassungsfähig, wie unsere Expedition beweist. Gut. Gut. Professor Herig. Aha. Aha. Na? Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herig. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Darf ich mitmachen? Was sind Ihre Fachgebiete? Herig ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Okay. Hallo, Dr. Aridana. Pathfinder, wir hatten Ärger. Kann ich Ihnen dabei helfen? Vielleicht. Beim Ärger? Ich habe ein Außenteam losgeschickt, um Werte von einem Bereich der Geißel zu messen, der sich ungewöhnlich verhält. Sie haben sich schon länger nicht mehr gemeldet und die Sensoren können Ihr Shuttle nicht orten. Ich habe Sie losgeschickt. Gute, fleißige Leute. Ich habe Angst vor dem, was Ihnen zugestoßen sein könnte. Tja. Hoffnung ist Heben das Letzte, Sie die Hoffnung nicht auf. Wenn ich da draußen bin, werde ich versuchen, Sie zu finden. Ihre Freunde und Angehörigen wollen wissen, was geschehen ist. Und ich muss es wissen. Okay. Gut. Und wieder ein neuer Auftrag. Ist meistens so am Anfang eines Spiels, dass man Hallo. So viele Aufträge bekommt. Komm, sprich. Ja, muss halt die richtige Stelle finden. Ja. Hallo Pathfinder! Hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Steine klopfen? Ich weiß ja nicht. Nichts lieber als das. Na klar. Unbedingt. Worum geht es denn? Sam und ich haben auf Grundlage Ihrer Scans eine VI für geophysische Studien entwickelt. Die Beta-Version ist auf der Konsole dort. Testen Sie sie in der Praxis. Dann überzeuge ich Direktor Edison davon, Ihnen ein Beraterhonorar zu zahlen. Wie klingt das? Na gut. Guck mal, was passiert denn da mit dem Ding, mit dem Board? Das spuckt ja. Was spuckt? Na, dieses Board da. Was immer das ist. Ja, irgendwie gibt's hier ein paar Konsole oder so. Auf Chemie und Chemie? Süß, Stimmerkennung reagiert jetzt auf Chemie und Chemie. Ein Checkprotokoll angepasst. Die Nieren. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. 0 von 16 Mineralien scannen. So. Mit der Frau Doktor haben wir schon, mit dem Herrn Professor haben wir. Ich glaube, hier sind wir ziemlich durch. Ja. Gut. Update. Gehen wir mal zu Cash. Wir arbeiten derzeit daran, Zugriff auf weitere Energie von der Hyperion zu erhalten. Solange die Energie. Hier gibt es Überwachungsaufnahmen. Aua, ja. Hier gibt's ja eine ganze Menge. Lass sie mal lesen, das ist ganz interessant. Ja.
Bist doch? Ja. Kalix. So. Tja. Aha. Aha, Friedhöfe, ist aber nicht nett. Nee. Wir weisen darauf hin, dass die Andockprozeduren der Imperion jetzt abgeschlossen sind. Wir machen es wie immer. Wir lesen es nicht laut vor. Ihr könnt ja lesen. Jo. Es steht ja lange genug da. Man kann es auch noch anhalten. Man sollte immer scannen, ne? Man sollte wirklich immer scannen. So, ich würde auch sagen, dass wir jetzt Schluss machen. Was jetzt erst sagt, er ist abgeschlossen. Nein. Und dann sagt er, ist unterbrochen. Ja, abgebrochen. Wie auch immer, wir können jetzt Schluss machen. Wir haben die halbe Stunde erreicht. Und ich glaube, wir können hier sogar speichern, oder? Ja, wir können sogar. Mhm. Dann tun wir das. Genau. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.